Hallo ihr Lieben, hier mal ein kleines Review-Video zu diesem tollen Haus und was ich da bei dem Bau alles erlebt habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, willkommen zum neuen Video. Ich habe von der Firma Funhole dieses schöne Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Also an dieser Stelle noch einmal Dankeschön für die Kontaktaufnahme und dass ich das Set bauen durfte. Und ja, eigentlich habe ich mir gedacht, ich baue das ganze Set für euch in einem Timelapse auf und zeige euch das. Allerdings habe ich das dann bei etwa der Hälfte des Projektes verworfen, denn so schön es am Ende ist und ich bin wirklich sehr zufrieden und find's toll, ich werde euch das nachher noch zeigen. Der Weg bis zu dem Punkt, wo es jetzt gerade steht, war echt ziemlich schwierig. Denn die Bauanleitung hatte zum Teil einige Fehler gehabt. Also ihr kennt ja diese Bereiche, ich suche mal was raus. So, hier wird ja immer gezeigt von wegen, sucht Teil XY raus. So, und hier waren in meiner Anleitung, also ich weiß, dass vier andere das Set gebaut haben und da weniger Probleme hatten, aber in meiner Anleitung waren auf jeden Fall Fehler drin, dass mir die Anleitung sagt, suche jetzt vier 2x6er Steine raus, am Ende mussten aber 2x4er verbaut werden. So Fehler in der Art. Habe ich dann auch nur rausgefunden, weil A, das Bild, oder was ich gebaut habe, nicht dem Bild auf der Grafik hier entsprach. Und dann habe ich nachgezählt. Ja, und festgestellt, okay, gut, da ist was falsch gelaufen. Haben sie sich dann vertan, habe ich dann korrigiert. Das Ganze zieht sich aber durch. Was noch anders ist, wenn man halt Sets des dänischen Herstellers gewohnt ist, ihr habt in der Regel ja Bauabschnitte. Ich guck mal gerade, ob ich es finde. Ja, ihr habt in der Regel ja Bauabschnitte, wie ihr hier seht. In der Regel denkt man ja dann auch, okay, das ist Bauabschnitt 1, alle Tüten mit einer 1 drauf, suche ich mir raus, fange an zu bauen. Das ist hier nicht so. Also ich hatte teilweise es wirklich gehabt, dass ich dann auf einmal da sitze, ich habe noch eine Handvoll Steine übrig, musste dann aber anfangen zu suchen, weil ich nicht weiterbauen konnte und habe dann festgestellt, okay, ich brauche jetzt schon wieder die nächsten Tüten. Und das zog sich durch den gesamten Baufortschritt durch. Also ihr habt regelmäßig zwischendrin das Problem gehabt, dass da irgendwie was nicht gepasst hat. Ja, das alles, wie gesagt, hat einfach dazu geführt, dass man zwischendrin einfach gar keine Lust mehr hatte, weiterzubauen. Aber wenn man dran bleibt und durchzieht, dann hat man am Ende ein richtig cooles Set. So, und man möchte ja nicht immer nur alles Negative sagen. Deswegen, ja, also aus meinem ursprünglichen Videomaterial. So, hier haben wir dann jetzt das schöne Set. Wie ihr sehen könnt, ist die Hütte auch beleuchtet. Wir können mal hinten reinschauen, was alles drauf ist. Denn hier seht ihr auch die Bilder, dass es bei Tag halt eben aus ist. Für nachts schöne LEDs mit dabei sind. Die Verpackung an sich ist auch sehr cool. Es ist halt das erste Mal, dass ich ein Asia-Set wirklich mit Verpackung habe. Weil normalerweise habe ich immer nur diese kleinen. Oder kommen halt direkt aus Asien und sind verpackt. Aber sehr schönes Set. Und ich würde sagen, wir schauen einmal hinein. So, was haben wir? Auf jeden Fall sehen wir einmal eine Anleitung. Wir blättern einmal durch. Was ist das? Oh, hier sind ein paar Sticker. Das ist schon wieder ein bisschen schade, weil diese Holzsticker, also diese Holzoptik und sowas alles gibt es ja auch als Print. Also das ist schon mal ein wenig schade. Hier auf jeden Fall noch eine andere Menge Holz, Bilder und sowas alles. Also scheinen keine bedruckten Teile dabei zu sein. Legen wir erstmal zur Seite. Dann, ja, das Booklet. Hier gibt es auf jeden Fall das LED-Pack. Das wird während des Bauens wird das eingepackt. Ich zeige euch gleich die Sachen, dann können wir das nochmal angucken. Aber hier seht ihr auch, in welchen Schritten was verwendet werden muss, damit man nicht einfach wieder alles auseinanderbauen muss. Das Coole ist, dass die hier so eine Platine haben und eine richtig coole Batteriebox. Das finde ich auch schon mal sehr cool. Den Hinweis, die Kabel halt zwischen den Studs und nicht über die Studs zu legen, aber das sollte logisch sein. Ja, und ein Steinetrenner ist natürlich auch dabei.
Hier ist dann Schritt 1, wird dann eben der Unterteil gebaut und ja, schauen wir mal, was da so alles dabei ist. Also es sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Beim Durchblättern macht es auf jeden Fall Spaß. Sehr viele Fliesen sind mit dabei. Und ja, das dürfte lustig werden. Was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall hier entsprechend die LEDs. Hier sind zum Beispiel ein paar LEDs drinne von Schritt 2. Hier, das können wir ja direkt auspacken. Das ist dann weniger schlimm für den Arbeitsschritt. Hier eine Batteriebox. So, hier vorne wird dann das USB-Kabel für, ich gehe mal an, die Platine genommen. Kommen Batterien rein, insgesamt 4,5 Volt. Und das Coole ist halt, dadurch, dass die vorne und hinten Stats haben, An- und Ausschalter, kann man das auch cool irgendwo mit verbauen. Vielleicht wird es ja mit verbaut. Schauen wir mal. Was haben wir hier drin? Hier, oh, sehr cool. Da wir ja mit feinen kleinen Stickerchen arbeiten, eine Zange mit dabei. Finde ich auch sehr cool. Und ja, was haben wir noch? Was haben wir hier? Hier ist auch nochmal ein paar LEDs für Schritt 4, Schritt 3. Und hier ist zum Beispiel ein cooles Teil. Das ist garantiert für die Übergabe vom Strom. Also, dass man die einzelnen Etagen übergibt. Das werden wir nachher sehen. Schritt 1, Schritt 2. Hier ist bei Schritt 2 der Stecker und entsprechend die kleine Platine mit dabei, auf die nachher alles eingestellt wird. Gehen wir gleich drauf ein, wenn wir an dem Schritt sind, entsprechend. Hier ist noch was Großes drin. Hier haben wir einen Steinetrenner. Sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Schnecke. Ja, schauen wir mal, wie hilfreich der gleich dann sein wird. Und ja, die Boxen, die Tüten sind alle nummeriert. Ich hole die einfach mal der Reihe nach raus. Hier jede Menge Grünzeug. Thanks for choosing us. Noch eine kleine Danksagungskarte. Ja, hier ist schon mal eins, was ein bisschen schade ist. Also die Box ist halt ja einen weiten Weg gereist, aber die Platte ist ordentlich verbogen. Das finde ich schon mal ein bisschen schade. Aber ich gehe mal davon aus, durchs Bebauen nachher wird das schon wieder werden. Und ja, das war jetzt der Inhalt der Box. Ich würde sagen, starten wir mit dem Aufbau. Und ich schalte es mal ein. Da ist einiges von drin verbaut. Das Ganze ist, außer man kann das Set auseinandernehmen, sodass man die einzelnen Etagen halt rausnehmen kann. Wie man zum Beispiel hier bei dem Fenster sieht. Wenn ich es rausnehme, dann geht die Lampe aus. Denn die haben das richtig cool gelöst. Die haben, ich zeige euch das in einer anderen Nahaufnahme nochmal, die haben hier in diesen Plates dann eben entweder oben drauf oder unten drunter Kontaktschleifen gelegt, sodass, wenn ihr das Ganze dann halt zusammenbaut, es wieder leuchtet. Das macht es natürlich einfach, wenn wir jetzt die Etage abnehmen wollen, dass der Strom weiter drin bleibt. Und ja, alles in allem finde ich, ist das ein richtig schönes Gebäude. Es hat mir gefallen und wie ihr seht, es sieht ja richtig schön aus. Ich drehe euch das Ganze mal rum, damit ihr das auch von der richtigen Seite mal sehen könnt und reinschauen könnt. Denn da verbirgt sich einiges Cooles. Und was genau, gehen wir mal näher rein, damit ihr das auch richtig sehen könnt. So, hier haben wir das Set jetzt einmal ohne Dach drauf. Und wie ihr sehen könnt, es ist von innen richtig schön ausgebaut. Wir haben hier eine richtig schön gestaltete Küche. Und ja, auch da gibt es jede Menge Sticker. Die Sticker sind sogar richtig besonders aufzutragen. Ich zeige euch mal kurz aus dem anderen Video, wie man die aufträgt. Also hier bei den Stickern, da ist jetzt was anders, als man es kennt. Man hat hier diese transparente Folie, die ist im Viereck drauf. Deswegen habe ich mich ein wenig gewundert. Aber ihr drückt dann quasi das Viereck drauf. Und wenn ihr abzieht, bleibt der Sticker zurück. Und das Viereck, also diese Transferfolie, die zieht ihr ab. Also was das angeht, zum Platzieren auf jeden Fall sehr gut, weil ihr den Sticker nicht anfassen müsst.
habt ihr auf jeden Fall dann eine gute Möglichkeit, das schön sauber runterzukriegen. Der Innenausbau ist auf jeden Fall auch sehr schick. In meiner Bauanleitung hat man kreuz und quer gebaut. Man hat also erst hier was gebaut, dann wurde hier was gebaut und sowas alles. Das hat man in den anderen, die ich gesehen habe, korrigiert. Also lasst euch von dem, was ich negativ bemängel, nicht abschrecken, denn ich habe auch den Hersteller informiert. Und wie gesagt, ich weiß von anderen, die haben da mehr Erfolg gehabt. Wir haben also hier vorne die Stühle, die kann man rausnehmen. Die sind auch interessant gebaut mit einem Bracket, was dann hier den Stuhl ergibt. Die Schränke sind schön gestaltet. Wir haben auch ein bisschen was, Sachen, die da drin sind. Hier hinter dem Fenster ist sogar, oh, ihr seht das Fenster nicht, aber hier ist noch ein Fenster. Da ist sogar ein Schneidbrett drin reingelegt. Wir haben hier auf der Seite dann auch das Bücherregal. Und der Kamin, der schön leuchtet, mit ein paar tollen Bildern, die halt im Hintergrund hängen. Hier vorne, finde ich sehr cool für das Badezimmer eine Schiebetür. Das fand ich ein sehr cooles Highlight. Und natürlich haben wir hier oben dann auch noch auf der Empore entsprechend das Bett, und einen kleinen Schreibtisch. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal rumdrehe, dann seht ihr hier vorne auch diese Schleifkontakte, die eben sind für die Beleuchtung der Fenster. Wenn ich euch das jetzt dann einfach mal so demonstriere, das wäre für hier die Seite. Ihr habt hier, wie gesagt, die Kontakte dran. Und wenn wir es dann hier draufstecken, geht das Licht an. Das finde ich sehr cool gelöst. Und das Ganze ist natürlich, wenn wir jetzt den Gesamtteil abheben, so dass wir dann nur noch unten haben, auch gut. Nur dass hier dann weniger eben damit gemacht wird. Also das Erdgeschoss quasi, da laufen die Kabel an der Seite runter. Haben wir hier zum Beispiel, seht ihr die Kabel, die muss man dann ein bisschen versuchen zu verstecken. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel hier das Dach könnten wir abnehmen. Also nicht nur das Dach selber, was drüber geht, sondern auch hier das Dachgeschoss. Das kann man abnehmen. Und durch diese Schleifkontakte ist man dann eben gesichert. So, hier vorne haben wir auch eine schöne Veranda. Ich finde den Schaukelstuhl fand ich sehr cool. Den werde ich sicherlich mal für ein, zwei Fotos nutzen. Was ich hier bei dem Set auch sehr cool fand, war eben, dass wir, wo kann man her, die Türe nicht wie sonst eben eine fertige Türe haben, sondern dass das eben eine Brickbuild-Türe ist. So, jetzt ist das Ganze verzogen. So. Ja, ja, normalerweise geht die Tür einfacher auf. Ich glaube, da habe ich wieder einen Stein irgendwie verzogen. Ja, aber die Tür ist auf jeden Fall gebaut. Wir haben auch da Fliesen drauf, die dann halt ein bisschen was mit dem Holzkleber werden. Ich finde auch hier diese Veranda, finde ich sehr schön gestaltet. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, der Bauprozess war bei dem Ganzen sehr, sehr schwierig. Aber alles in allem, wenn wir uns das jetzt mal rundherum anschauen, ist es einfach sehr schön. Wir haben halt hier auch eben so ältere Holzplanken. Wenn wir durch die Fenster schauen, können wir auch schön in die. Ups, jetzt habe ich den Baum gefällt. Kann man schön in die Bereiche reingucken. Und wie gesagt, ich finde den Innenausbau einfach richtig schön. Ich gehe für euch mal was näher dran. So, dann könnt ihr mal ein bisschen mehr sehen in dem Bereich. Also es ist richtig schön gestaltet. Es sieht sehr gemütlich aus. Auch durch die warmen LEDs, finde ich, hat das Ganze halt einfach einen schönen warmen Flair. Und wenn ihr gerne Fotos macht oder auch einfach eine schöne Kulisse haben wollt, dann habt ihr mit dem Häuschen auf jeden Fall ja ein richtig cooles Haus in der Prärie, würde ich jetzt fast sagen. Wir haben auch hier eben die Empore mit dieser kleinen Treppe, die hier hinten läuft. Die wäre auch einzuklappen, theoretisch. Dort ist auch eine Luke hinten versteckt, da unten, wo ihr dann in den Keller kommt. Im Keller stehen dann auch noch ein paar Boxen und sowas alles. Und man könnte laut Anleitung theoretisch hier die Box dann unten reinpacken. Man muss allerdings dann halt auf diese Käbelchen achten. Hier bei den Käbelchen ist es auch sehr wichtig. Manchmal laufen sehr viele zusammen, wie wir zum Beispiel hier auf der Seite haben. Hier haben wir dann extrem viele, die man dann eventuell nicht ganz so schön verstecken kann, aber die müssen halt alle runter, denn unter der Baseplate ist quasi ein Verteiler drinne, an dem ihr dann alle Lampen einzeln einsteckt. Also hier diese kleinen Käbelchen werden auf eine kleine Platine eingesteckt und die klebt quasi gerade unter diesem Boden. Ja. Also mir gefällt es, wie gesagt, richtig gut. Nachdem es endlich fertig gebaut war, bin ich auch mehr als happy über das Set.
und freue mich, das demnächst dann draußen mal für ein paar Fotos herzunehmen. Ich möchte mich da dann auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, bei der Firma Funhole bedanken, die mir das Set zur Verfügung gestellt haben. Und in der Beschreibung findet ihr Links, wo ihr das Set kaufen könnt. Zum einen bei Amazon oder, wenn ihr wollt, auch bei MJ Bricks. Der hat das auch im Sortiment, soweit ich weiß. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es schön. Von den anderen habe ich gehört, die hatten weniger Probleme beim Bauen. Deswegen gehe ich davon aus, dass viele Fehler, die ich vielleicht in meiner Version der Anleitung noch hatte, schon behoben worden sind. Und ja, von daher sollte dann eure Bauerfahrung auf jeden Fall besser sein. Hier nochmal das Dach. Das ist mit den unterschiedlichen Brautönen auch richtig schön gestaltet und sieht halt ja etwas älter aus. Und wenn wir es halt drauflegen, ja, also ich mag das Set einfach, ich find's cool. Wie gesagt, ich habe mehrfach geflucht, als ich es gebaut habe und war kurz davor zu sagen, nein, ich baue nicht weiter. Aber am Ende bin ich dann doch froh. Dass das hier nicht immer so leuchtet, liegt halt daran, dass das Dach nicht richtig aufsitzt und ja, wenn man es nicht richtig drauf schwingt, dann finden die Kontakte nicht richtig halt und dann muss man halt ein bisschen gucken. Aber lässt sich leicht fixen und ja, ich finde das Set cool. Wenn ihr wollt, dann lasst mir mal eure Meinung da, was ihr davon findet. Ich mache für euch jetzt noch so ein paar kleine Detailaufnahmen und Fotos mit Figuren drin. Und die Figuren sind nicht im Set. Ich mache meine Sigfig dann einfach mal da rein. Und ihr könnt mir dann mal sagen, was ihr von dem Set haltet, ob es euch gefällt oder nicht. Und ja, im Zweifel sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.